Moin Moin, ich habe mal wieder aussortiert und möchte euch in diesem Video zeigen, was alles ausziehen darf. Es sind nicht nur Bücher. Bei Büchern bin ich ja mittlerweile regelmäßig dabei auszusortieren und ich frage mich dann immer, ist das Buch für mich ein Highlight? Möchte ich es irgendwann nochmal lesen? Oder hat es für mich einen besonders emotionalen Wert oder ist das optisch besonders schön? Und ja, wenn ich da Fragen verneine, dann dürfen diese Bücher ausziehen. Und ich bin ganz stolz, dass es mittlerweile mir ein bisschen leichter fällt, Bücher auszusortieren, weil sonst habe ich ja wirklich alle Bücher behalten. Aber dann bekommt man, wenn man ein Vielleser ist, ganz, ganz schnell Platzprobleme, wenn man keine eigene Bibliothek hat. Und ja, deswegen bin ich ganz froh, dass ich das regelmäßig mache. Ich zeige euch jetzt allerdings dieses Video, ansonsten zeige ich euch ja nicht immer dauernd, wenn Bücher bei mir ausziehen. Aber jetzt ist es halt zusammengekommen, dass ich Bücher aussortiert habe, aber auch Merchandise und auch Duftkerzen und so weiter und so fort. Und ich dachte, ich habe das jetzt alles zusammen aussortiert und packe das alles in ein Video. Und die Bücher, die jetzt auch gerade dabei waren, die zeige ich euch natürlich auch jetzt. Aber ich werde das nicht regelmäßig machen, euch zu zeigen, welche Bücher ausziehen, weil es ist halt nicht immer so ein ganzer Schwung, sondern ich mache es halt immer stückchenweise. Wenn ich gerade ein Buch beendet habe, wo ich denke, ja, das war ganz okay, aber kann wieder ausziehen, dann zieht halt ein Buch aus und dafür lohnt sich ein Video nicht. Dennoch möchte ich jetzt mit dem Bücherstapel, anfangen. Dann gehe ich rüber zu den Merchandise-Produkten und ganz zum Schluss kommen die Duftkerzen. Denn ich denke mal, das interessiert die meisten am wenigsten und die können dann halt schon ausschalten. Ja, so viele Bücher sind es wie gesagt nicht. Ich habe hier so ein kleines Stäbelchen auf dem Schoß. Das erste Buch, das hat immer wieder standgehalten, wenn ich so drüber geguckt habe und überlegt habe, welche Bücher noch bei mir ausziehen könnten. Dann ist das Buch, obwohl es immer so ein Wackelkandidat ist, immer doch da geblieben, weil ich noch mal vorhatte, es zu probieren, ein zweites Mal zu probieren, weil es mich beim ersten Mal nicht gepackt hat. Und ich dachte, vielleicht war es einfach nicht so der Moment. Es ist aber ein, ja, ein Gruselklassiker und deswegen wollte ich es eigentlich nochmal probieren. Aber ich werde nicht dazu greifen. Und wenn ich irgendwann nochmal Lust dazu habe, dann kommt man an Klassiker ja irgendwie relativ günstig und auch an schöne Ausgaben ran. Deswegen wird das jetzt erstmal ausziehen. Und zwar ist das Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Ich finde die Ausgabe sonst wirklich sehr, sehr schön. Es ist eine gebundene Ausgabe, die aber auch so ein bisschen flexibel ist. Und besonders mit diesem Giftgrün, auch ein giftgrünes Lesebändchen hat es. Also es ist schon ganz nett, aber mich hat einfach die Story nicht gepackt. Also es hat mich weder gegruselt, noch fand ich die Atmosphäre besonders interessant und schön zu lesen. An den Schreibstil kann ich mich kaum noch erinnern. Es kann sein, dass es mir jetzt besser gefallen würde, wenn ich es jetzt nochmal lese, weil es halt schon einige Jahre her ist. Ja. Es handelt ja von einem Doktor, also Dr. Jekyll, der ein zweites Gesicht hat, und zwar Mr. Hyde. Von Dr. Jekyll würde man niemals erwarten, dass er irgendwie eine böse oder dunkle Seite hat, aber er hat sie und er versucht sie nun ja von sich abzuspalten und dabei ja, passieren aber sehr, sehr gefährliche Dinge. Ich weiß, dass eine Szene ich hier doch unheimlich fand, aber das restliche Buch fand ich eher langweilig und deswegen wird es jetzt ausziehen und wie gesagt, wenn ich irgendwann doch noch mal Lust habe, dann hole ich mir halt noch eine andere Ausgabe, weil die Klassiker-Ausgaben meistens auch gar nicht so teuer sind. Ein weiteres Buch, was ausziehen darf, hat mir eigentlich echt sehr, sehr gut gefallen. Und zwar Die Frauen der Rosenvilla von Teresa Simon. Das habe ich, als ich es gelesen habe, wirklich so durchgezogen und einfach, ich glaube, 200 Seiten am Stück weggerauscht. Das mache ich eher selten, aber bei diesem Buch ist es passiert und es hat mir wirklich gut gefallen. Es ist so eine typische Familiensaga-Geschichten auf verschiedenen Zeitebenen. Ich glaube, hier sind sogar drei verschiedene Zeitebenen von Frauen, die in derselben Rosenvilla gewohnt haben. Und wir haben aus Briefen, aus Tagebüchern bekommen wir halt deren Schicksal mit. Ich glaube, wir befinden uns sogar im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und in unserer heutigen Zeit.
Und ja, das war spannend, das war schön zu lesen, aber ich glaube, das wird ja kein Lieblingsbuch werden, dass ich es irgendwann noch mal lesen werde. Ich denke mal, wenn ich auf sowas Lust habe, dann würde ich mir eher noch mal ja eine andere Geschichte von vielleicht von der Autorin oder von Lucinda Riley oder so schnappen, dass ich da einfach ein neues Werk noch mal kennenlerne, anstatt das jetzt noch mal zu lesen. Also darf das auch ausziehen. Ja, ein Buch, was ich in diesem Jahr gelesen habe und was sich auf meinem uralten Substapel befunden hat. Ich habe ja eine Challenge für 2021 ins Leben gerufen, dass ich die Bücher, die ja am längsten ungelesen bei mir hier zu Hause liegen, in diesem Jahr endlich lesen möchte. Und eins davon war Hüter der Worte von Diana Menschik, ein Fantasy-Roman. Ein Einzelband. Die Idee hat mir sehr gut gefallen, aber ja, die Umsetzung und besonders das, die Struktur, den Handlungsverlauf, den Spannungsbogen, den fand ich ja teilweise gar nicht erst vorhanden. Mich hat hier einiges genervt und letztendlich konnte es mich nicht überzeugen. Obwohl ich, wie gesagt, die Idee schön fand, dass ein Autor in seine eigene Geschichte schlüpft und ja, dadurch auch seine Helden kennenlernt und dahinter eine Organisation steckt, ja, wo halt viele verschiedene Welten, viele verschiedene Figuren aus verschiedensten Geschichten irgendwie miteinander verknüpft sind und somit auch die verschiedensten Welten. Ja, das hatte schon was, aber ja, insgesamt konnte es mich nicht überzeugen und deswegen wird auch das Buch ausziehen. Und zum Schluss habe ich hier noch eine Reihe, eine Krimi-Reihe von einer Autorin, die ich wirklich sehr schätze, aber es ist halt einfach nicht so mein Genre. Und zwar ist das diese Krimi-Reihe von Ursula Poznanski. Ich finde ja, sie sucht sich immer sehr aktuelle, sehr spezielle Themen raus und das schätze ich an ihr sehr, sowohl in ihren Jugendthrillern als auch in ihren Erwachsenen-Thrillern und Krimis sucht sie sich immer Themen raus, die ich einfach toll fand. Im ersten Band 5 handelt es von Geocaching. Ich weiß nicht, ob euch diese moderne Schnitzeljagd etwas sagt, wo man anhand von GPS-Daten halt kleine Schätze suchen kann. Und hier nutzt halt der Mörder genau diese Art von Schnitzeljagd, um die Kommissarin auf Trab zu halten und verschiedene Körperteile halt dort zu verstecken und weitere Rätsel auszulegen, wo man denn ja das nächste Körperteil finden wird. Also besonders der erste Band hat mir sehr gut gefallen, aber ich muss halt sagen, ich bin nicht so der Fan von Krimi-Ermittlungsbüchern und ich werde, denke ich mal, diese Reihe nicht nochmal lesen. Deswegen wird sie jetzt ausziehen und ich habe halt die auch so zusammengesammelt, verschiedenste Größen, verschiedenste Ausgaben und das mag ich irgendwie auch nicht. Also wenn ich da doch nochmal Lust zu habe, ich glaube, dann werde ich sie mir einheitlich nochmal kaufen. Aber jetzt erstmal, weil ich einfach kein Typ für Ermittler-Krimis bin. Obwohl ich die Themen gut finde, werden sie ausziehen. Das zweite Buch, Blinde Vögel, wieder die gleiche Kommissarin. Also es ist so eine, baut sich schon so ein bisschen auf mit unseren Protagonisten. Handelt von einer Facebook-Gruppe. Ich glaube, es geht irgendwie um Poesie in dieser Facebook-Gruppe und es werden halt zwei Leichen gefunden, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie in derselben Facebook-Gruppe waren. Und so schleust sich die Kommissarin in diese Facebook-Gruppe ein, inkognito, und versucht dort ja ein bisschen zu ermitteln. Fand ich auch interessant. Und das letzte Buch, was ich von ihr in dieser Reihe gelesen habe, ist Stimmen und das spielt in einer Psychiatrie. Und ja, diese Art von Setting finde ich ja immer sehr spannend. Aber hier habe ich auch gar nicht mehr so die Erinnerung. Und es gibt, glaube ich, auch noch einen vierten, ich weiß nicht, ob es noch einen fünften Band gibt, die ich aber gar nicht hier habe und auch nicht, auch nicht gelesen habe. Ja, die sind halt verschieden groß und das zweite Buch habe ich mir mal bei Rebuy gekauft und hat total die Leserillen. Vielleicht habe ich auch deswegen nicht so diesen Bezug dazu, aber die
Jugendthriller von ihr liegen mir viel mehr am Herzen. Erebos und Seculum, die sind ja für mich totale Highlights und die werde ich auf jeden Fall irgendwann nochmal lesen. Und deswegen habe ich da den Unterschied gemerkt und deswegen dürfen die ausziehen. Oder wenn sich irgendjemand meldet, der diese Bücher gerne haben möchte, dann werden die natürlich auch sehr gerne verschenkt und dann freue ich mich, dass die Bücher ein neues Zuhause bekommen. Ja, wir gehen jetzt über zu den Merchandise-Produkten und zwar habe ich ja einige ja, so Überraschungs-Merch-Boxen mal bestellt gehabt zum Thema Horror, zum Thema Fantasy und die gedigitalte Lootbox durfte ich ja auch mal testen. Da habe ich schon einiges mal verlost gehabt in einem Gewinnspiel, glaube ich. Da habe ich jetzt aber auch noch einige Sachen, die ich doch nicht nutze und die noch übrig geblieben sind. Und deswegen werden die auch ausziehen. Zum einen aus der Horrorbox habe ich noch ein bisschen was übrig. Zum einen hier dieses kleine Poster von Chucky, der Mörderpuppe. Dann war in der Box auch noch dieses T-Shirt drin von Saw. Da steht drauf, I wanna play a game. Ja, also ich mag den Film zwar gerne, aber erstmal passt das T-Shirt nicht und ja, ich glaube, ich würde es dann doch nicht so anziehen, glaube ich. Also vielleicht findet sich da ja noch ein größerer Fan, der das auch sehr, sehr gerne anziehen würde. Und ich habe hier auch noch zwei Pins. Einmal aus der Wootbox Horror und aus der Wootbox Magic. Ja, die sind auch noch übrig geblieben. Also die dürfen auch gern ein neues Zuhause finden. Und aus der Gedigital Lootbox habe ich noch Socken übrig. Und da habe ich immer überlegt, ob ich die anziehe. Aber mir sind die einfach doch zu dick. Und ich habe auch zu wenig, ja, Bezug zur Science Fiction. Und ich habe immer überlegt, ob ich noch irgendjemanden weiß in meiner Umgebung, dem ich die schenken könnte und habe das immer aufbewahrt. Aber letztendlich habe ich dann doch niemanden gefunden. Deswegen dürfen die jetzt endlich ausziehen. Ich finde die ja eigentlich ziemlich cool. Hier haben wir Raumschiffe und Planeten und Aliens drauf. Also es sind weihnachtliche Science-Fiction-Socken, besonders dick, besonders lang und besonders plüschig, wie ihr sehen könnt, und auch noch original verpackt. Und ja, das liegt halt einfach rum und nimmt Platz weg, deswegen muss das auch endlich weichen. Ja. Und jetzt habe ich noch ein ganz großes Teil, was ich aussortiere. Das habe ich zum 30. Geburtstag geschenkt bekommen und ich habe mich wirklich drüber gefreut. Und zwar ist es ein Spiel von Harry Potter. Und wir haben es ausprobiert, aber es ist nicht meine Art von Spiel. Ich zeige es jetzt euch einmal. Ja, hier ist das gute Stück. Kampf um Hogwarts heißt das. Und es ist ein kooperatives Deckbuilding-Spiel. Also man legt so Karten auf dem Tisch. Und kooperativ bedeutet, man spielt nicht gegeneinander, sondern man spielt zusammen gegen das Spiel sozusagen. Ich glaube, höchstens zu viert oder zu fünft kann man spielen. Und man spielt halt die verschiedenen Bände durch und auch die verschiedenen, ja, Stories, aber ich finde, es hat letztendlich doch wenig inhaltlich mit Harry Potter zu tun, sondern ist eher so ein bisschen was Strategisches. Also es könnte alles Mögliche sein. Es muss jetzt nicht unbedingt Harry Potter draufstehen. Deswegen, das finde ich so ein bisschen schade. Ich hätte lieber ein bisschen mehr mit inhaltlichen Insidern und ein bisschen storylastiger gehabt als hier so ein bisschen mit Karten und mit verschiedenen. Ja, wie gesagt, es hätte nicht unbedingt Harry Potter draufstehen müssen, weil es inhaltlich gar nicht so viel mit der Strategie, gar nicht so viel mit Harry Potter zu tun hat. Und leider konnte es mich nicht überzeugen. Ich hoffe, dass diejenigen, die mir das Geschenk überreicht haben und sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben, dieses Video nicht sehen. Und wenn sie es sehen, dass sie verstehen, dass ich es jetzt aussortiere, weil auch das einfach Platz wegnimmt. Und ja, ich hoffe einfach damit, einen anderen Fan vielleicht glücklicher zu machen. Ja, falls ihr auch Spiele begeistert seid und gerade so Deckbuildings Spiele mögt, die sehr, sehr zeitaufwendig sind und komplex, dann könnt ihr euch gerne melden. Aber ich, ja, ist einfach nicht meine Art von Spiel, denke ich.
So, und jetzt sind wir durch mit den Büchern, mit den Merchandise und kommen zu den ganzen Duftwachs, was ich aussortiert habe. Da hat sich einfach bei mir nach und nach viel angesammelt, weil ich einfach ja auch sehr, sehr gerne Duftwachs düftel in der Duftlampe und ich entweder Überraschungspakete bekommen habe oder Restduftwachs von anderen aufgekauft habe oder man hat Bestellungen online aufgegeben und da kann man ja auch nur die Beschreibungen durchlesen und man kann ja nicht online daran Probe riechen und deswegen passiert es eben auch, dass Düfte einziehen, die einen einfach nicht so gut gefallen und es wurde jetzt endlich wirklich Zeit auszusortieren und da habe ich jetzt hier so drei Pakete aussortiert, denen ich ja, die ich dann gerne versende an Leute, die vielleicht sich ein bisschen ausprobieren wollen, weil das ist jetzt wirklich alles Mögliche an Duftwachsresten drin. Ob das Markenwachs ist, sowas hier zum Beispiel wie Chestnut Hill oder was habe ich jetzt hier ganz neu auch von Iceflower. Da hatte ich eine Bestellung aufgegeben, gerade als da wieder ja, Restock war, so heißt das ja immer, wenn der Shop wieder nachgefüllt wird mit neuen Düften. Und da hatte ich mir einige Düfte bestellt, aber da hatte ich nicht so ein gutes Händchen. Ich weiß nicht, ob es an Iceflower selbst liegt, dass es das einfach nicht so meinen Geschmack trifft oder ob da jetzt einfach so Düfte bei waren, die mir nicht gefallen haben. Wie hier zum Beispiel welche, aber es sind auch ältere Duftwachsproben dabei, die sehen dann halt auch nicht mehr so ansehnlich aus. Hier habe ich zum Beispiel eine Tafel von Bea, aber die Düfte, die sind halt immer noch sehr, sehr intensiv und hier ist zum Beispiel Butter Cookie, Ice Cream, Whipped Cream, Cotton Candy gemischt und ja, ist halt schade, wenn ich die wegtun müsste. Es dufteln ja wirklich sehr, sehr viele. Und bei der Wachsmacherei habe ich auch kürzlich bestellt und da war ich wirklich sehr begeistert. Also da waren sehr viele Düfte dabei, die ich extrem toll fand. Aber auch da waren eins, zwei Düfte dabei, die ich nicht so mochte. Habe ich hier zum Beispiel ein Herz aus dem Duft Lila und die sind optisch so schön hergemacht. Ja. Also, da habe ich jetzt drei kleine Päckchen, a 500, 600 Gramm Duftwachs. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, ach, ich müsste mal wieder ein bisschen Vorrat auffüllen oder gar nicht wissen, was einem gefällt und auch ob man eher zu den ja, Handmade-Duftwachsen, den Duftwachsgießerinnen greifen möchte oder ob man eher zu diesen Industrie- und Markenwachsen greifen möchte, dann ja, kann man hier natürlich sehr schön ausprobieren. Also wenn ihr Lust habt, dann schreibt mich gerne an per Mail oder eben unten in den Kommentaren. Also hier zum Beispiel Country Candles auch dabei. Das ist jetzt ein Weihnachtsduft. Also ist wirklich alles Mögliche an Duftwachs dabei, was ich jetzt aussortiert habe, was ich angesammelt habe. Und es wäre wirklich schade, wenn ich das wegschmeißen muss. Ich habe es auch in ein paar Facebook-Gruppen schon reingeschrieben, aber das ist so überlaufen von Angeboten und deswegen dachte ich, nutze ich einfach hier mal die Plattform, meinen Kanal, um hier so einen kleinen Ausruf zu starten, dass ich damit jemanden vielleicht ja eine kleine Freude machen kann. Im Tausch gegen kleines Geld, dass ich euch da das zusenden kann. Ja, das war mein Aussortiert-Video. Ich hoffe, ihr fand es ein bisschen spannend, was bei mir so ausgezogen ist. Ich würde gerne von euch wissen, ob ihr jetzt ja so typisch irgendwie im Frühling, Frühjahrsputz, Frühjahrsaussortieren, ob ihr auch regelmäßig Bücher aussortiert oder allgemein immer wieder aussortiert, ob das Klamotten sind oder Merchandise oder was alles so anfällt. Oder ob euch das sehr, sehr schwer fällt. Auch beim Duftwachs, da gibt es ja manche, die wirklich eine riesen Sammlung haben und andere, die sich ja einfach immer nur so ganz kleine Vorräte anschaffen. Das möchte ich eigentlich weiterhin so machen. Ich bin gerade auch wieder fleißig am Aufbrauchen, dadurch, dass man im Homeoffice ist, brennt hier eigentlich auch die ganze Zeit die Duftlampe und das bringt mir auch sehr, sehr viel Spaß. Aber man hat natürlich schon die neuen Kollektionen im Kopf, dass man gerne Goose Creek nochmal ausprobieren möchte und so weiter. Aber da möchte ich mir so ein bisschen auf die Finger klopfen, wenn da ja
der Shoppingfinger wieder zuckt, weil ja, da möchte ich mir jetzt nicht so viel anhäufen. Ich habe durch die Eisflower- und Wachsmacherei-Bestellung schon ein bisschen Vorrat und das möchte ich erstmal aufbrauchen. Ja, jetzt bleibt mir nur, euch einen schönen restlichen Tag zu wünschen, wunderbare Lesezeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao!